Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar drehe ich heute endlich mal wieder ein neues Video für euch und hoffe, dass ich das auch in Zukunft etwas häufiger wieder hinbekommen werde. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Da ihr ja immer große Fans von irgendwelchen Einkaufsvideos seid, von Messen oder Unboxings, habe ich mir gedacht, ich drehe heute mal dieses Video für euch, denn ich habe in letzter Zeit zwei ziemlich coole Pakete von Pferdebuch-Discount bekommen. Wer Pferdebuch-Discount nicht kennt, dort gibt es ganz, ganz viele Bücher zu absoluten runterreduzierten Preisen, also wirklich absolute Schnäppchen, aber nicht nur Bücher, sondern auch Geschenkartikel von Schal, Tasse, über Boxenschilder und so weiter. Also da gibt es wirklich eine Menge. In Zusammenarbeit mit Pferdebuch-Discount könnt ihr euch auch noch bis 21.12., also bis kurz vor Weihnachten, auch für die Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Sucher, noch die Versandkosten sparen mit dem Rabattcode ISA1123. Die Infos findet ihr dann alle auch nochmal in der Infobox. Parallel dazu läuft auf Instagram gerade ein Gewinnspiel. Also schaut dort auf jeden Fall vorbei. Wer meinen Account nicht kennt, da heiße ich isa.hildebrand, aber das steht auch alles nochmal in der Infobox. Ich werde euch wahrscheinlich auch direkt die herunterreduzierten Preise der Bücher und so weiter, die ich euch jetzt zeige, hier irgendwo reinschreiben oder gesammelt alles auch in die Infobox. Also jetzt habe ich schon 100.000 Mal Infobox gesagt und höre jetzt auf und zeige euch jetzt einfach, was in meinem Paket war, in meinen Paketen war. Ich muss ja ehrlich sagen, obwohl ich auch durch die sozialen Medien ein bisschen ein Internetmädchen geworden bin, würde ich jetzt mal so sagen, finde ich es trotzdem auch total cool, einfach mal ein Buch in der Hand zu halten oder irgendwas nachzulesen und nicht irgendwie nur vorm Laptop zu sitzen oder so. Es ist auch immer so super anstrengend. Insgeheim bin ich auch schon seit ein paar Jahren eine ziemliche Leseratte, aber das ist leider ein bisschen auf der Strecke geblieben in letzter Zeit, weil ich irgendwie einfach immer so viel zu tun habe. Naja, egal. Um euch direkt mal zu zeigen, dass es bei Pferdebuch-Discount nicht nur Bücher gibt, sondern auch andere Dinge, zeige ich euch diesen Schal jetzt. Und zwar ist es so ein Loop-Schal mit Pferden drauf. Und den ziehe ich jetzt direkt mal an, um euch zu zeigen, wie der so aussieht. Und ich bin ja sowieso ein absoluter Schal-Fan. Und der ist jetzt schon kuschelig. Nee, ja, ich lasse ihn jetzt auch einfach direkt an fürs Video. Passt ja jetzt gut zu meinem Outfit. Naja, was für ein Outfit überhaupt? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was mit dem Licht heute los ist, weil irgendwie sehe ich käseweiß aus in der Kamera und ich hoffe, dass es nachher im Video nicht so ist. Ansonsten jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich aussehen sollte wie ein Gespenst. Ich kann euch jetzt natürlich nicht zu jedem Buch irgendwie den Inhalt erzählen oder sagen, um was es da geht, weil das ein bisschen den Rahmen des Videos sprengen würde. Also wenn euch da irgendwas interessiert, dann schaut euch einfach die Bücher dann einfach direkt auf der Homepage an. Da stehen dann auch nochmal Infos. Als ich mir im Online-Shop bei Pferdebuch-Discount Bücher ausgesucht habe, bin ich ziemlich schnell auf ein Buch gefunden, was mich auch gerade in Hinsicht auf ein Espresso interessiert, weil er ja auch oft so ein kleiner Stressmacher ist und ziemlich durchdrehen kann. Und zwar ist es dieses Buch Stress bei Pferden erkennen und behandeln. Und es ist super cool gemacht, weil man da total viele Situationen, beschrieben werden, wo Pferde in Stress geraten und was man machen kann und wie man es erkennt. Und auch wenn ich jetzt sagen würde, dass ich schon ziemlich viel Erfahrung mit Pferden habe, weil ich halt schon mein Leben lang reite, sind da trotzdem viele Sachen drin, die man so irgendwie doch mal mit anderen Augen sieht. Auch ziemlich interessant und passend dazu ist das Buch Expedition Pferdesprache, eine Reise in die Welt des Pferdeverhaltens. Und da habe ich jetzt auch schon ziemlich viel drin geblättert und da sind auch total viele Verhaltensweisen erklärt. Zum Beispiel, was bedeutet es allein schon, wenn ein Pferd beim Putzen in den Führstrick beißt? Oder, ja, keine Ahnung, so Sachen. Da ist halt auch ganz viel beschrieben und ich finde das auf jeden Fall super interessant, weil das auch einfach mal was anderes ist als immer nur Trainingsvorschläge oder sowas und fand das auch total cool. Noch ein ähnliches Buch, weil ich es halt auch wirklich super interessant finde und mich damit mal ein bisschen mehr beschäftigen wollte, ist das Buch von Karin Müller, Was uns Pferde sagen, erstaunliche Erfahrungen mit dem sechsten Sinn. Und da geht es darum, wie telepathische Verbindungen zwischen Mensch und Pferd aufgebaut werden. Und da gibt es aber keine Bilder in dem Buch, sondern es ist wirklich nur reingeschriebener Text. Aber ist ja auch nicht schlimm, um was zu lernen oder was herauszufinden. Und ich würde sagen, das letzte Buch, das ein bisschen was mit dem Verhalten der Pferde zu tun hat, ist Kenne ich mein Pferd? Und es ist auch ein ziemlich dünnes Buch, also auch was für die nicht absoluten Leseratten, die nicht gerne
200 Seiten lesen oder so. Und da geht es auch darum, dass Verhaltensweisen des Pferdes erklärt werden und auch ein paar Tests mit dem Reiter oder dem Pferdebesitzer gemacht werden, um herauszufinden, ob man sein Pferd selbst auch gut kennt. Dann mal wieder etwas, was nichts mit Büchern zu tun hat. Und zwar gibt es auch Plätzchenbackformen und deshalb bin ich jetzt total motiviert oder noch motivierter, Plätzchen zu backen. Ich muss unbedingt Plätzchen backen. Weihnachten ist schon nächste Woche und ich habe noch keine Plätzchen gebacken. Außerdem gibt es neben Büchern auch noch etliche DVDs zu kaufen, lehrreiche DVDs und so weiter. Und da habe ich zum Beispiel die DVD Im Stall von Manuel George de Oliveira. Und ich habe es wahrscheinlich jetzt so falsch ausgesprochen oder Roche, wie auch immer. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe von dem guten Mann noch nie was gehört. Aber es soll wohl ein besonderer Reiter sein. Ich habe mir die DVD auch noch nicht angeguckt, werde ich aber auf jeden Fall mal machen. Was wahrscheinlich auch die meisten weiblichen Reiterinnen kennen, ist der Stallburschenkalender. Der ist jetzt in DIN A4 und als ich das Paket ausgepackt habe, war gerade meine Oma neben mir und sagt so, ach, den Kalender würde ich mir auch ins Schlafzimmer hängen. Also wer kennt es nicht, die Stallburschen, gefühlt häufig Männer, die eigentlich nichts mit Pferden zu tun haben, aber sich doch ganz gut in Szene gesetzt im Stallleben präsentieren. Ja, also Stallburschenkalender gibt es auf jeden Fall auch bei Pferdebuch-Discount. Ich merke jetzt, es hat sich mein Licht gerade verändert und ich bin nicht mehr ganz so käseweiß. Jetzt nach dem halben Video. Ein weiteres ziemliches praktisches Buch, finde ich, ist das Praxishandbuch Freispringen. Da sind viele hilfreiche Tipps zum Freispringen drin, wie man die Sprünge aufbaut und wie die Abstände sein müssen und so weiter. Alles, was man vielleicht nicht immer so parat hat. Okay, jetzt als Springreiterin weiß man schon so ein bisschen die Abstände, aber beim Freispringen ist es ja doch immer nochmal was anderes. Da ich ja jetzt auch nicht nur Bücher lesen will, wo was drinsteht, wo ich denke, dass ich das alles schon weiß, habe ich mir noch was ausgewählt aus einem Bereich, in dem ich mich jetzt nicht so gut auskenne, nämlich im Bereich der Bodenarbeit und zwar Bewegungsspiele, Hindernisparcours und Horse Agility. Habe ich jetzt noch nicht reingeschaut, beziehungsweise nur mal drüber geblättert, aber das sind auch ganz viele Übungen drin, die man machen kann mit dem Pferd und ganz viele Tipps und wie man anfängt und ja, jeder Reiter kennt sie ja eigentlich, die Ausbildungsskala und meistens ist die ja aber eher bezogen auf das Pferd und ich habe jetzt ein Buch und zwar die Ausbildungsskala für den Reiter und da sind alle Punkte der Ausbildungsskala auf den Reiter bezogen und auch ganz viele praktische Tipps beschrieben, wie der Reiter losgelassen wird und was man auch vom Boden aus vorher noch als Aufwärmprogramm machen kann. Ich hatte auch mal ein Aufwärmprogramm beim Eckhard Meiners, falls das jemandem was sagt und bin da auch dann während der Stunde bei ihm mehrmals vom Pferd abgestiegen und habe auf dem Boden sämtliche Übungen gemacht und wenn man dann wieder aufgestiegen ist, hat man echt einen richtigen Unterschied gemerkt. Auch wenn man das nicht glaubt, dass so ein bisschen, ich sag jetzt mal rumhampeln am Boden, sich dann aufs Reiten großartig auswirkt, aber das hat es schon. Ich muss ehrlich sagen, ich vernachlässige sowas auch ziemlich, finde es aber interessant und weiß auch, dass es echt hilfreich ist und deshalb bin ich auch gespannt, dieses Buch hier durchzuarbeiten, als würde ich eine Prüfung schreiben, durchzulesen. Vielleicht könnte ich ja auch mal über so ein spezielles Thema ein Video drehen. Wenn da jemand Lust hätte irgendwie zu den verschiedenen Übungen oder so, fände ich vielleicht auch ganz interessant. Um einen Einblick zu bekommen, wie es an der Spanischen Hofreitschule in Wien so abläuft, habe ich das Buch Beruf Oberbereiter und da sind ganz viele Trainingsschritte drin und wie mit den Pferden dort gearbeitet wird und wie die Pferde vorbereitet werden und ja, so der typische Ablauf eines Bereiters dort und das habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, aber ich bin schon gespannt, weil ich glaube, das ist doch noch mal was ganz anderes als jetzt bei uns in einem normalen Reitstall oder einem normalen Reitbetrieb. Noch nicht ganz durchgelesen, aber auf jeden Fall super amüsant finde ich die beiden Bücher und zwar Estressur oder wie man ein gutes Pferd unreitbar macht und Diagnose unreitbar, wie ein gebrochenes Pferd wieder Vertrauen fasst. Es wird in dem Buch auch immer ein Teil theoriemäßig geschrieben, das heißt zum Beispiel jetzt zum Thema Martingal, wofür das gut sein soll und dann naja, wie es halt beim Reiten missbraucht werden kann und was Pferde dann dabei denken und ja, und das Gegenteil dazu halt
wie ein Pferd wieder Vertrauen fasst und was man dafür tun kann. Und da halt auch mit ziemlich teilweise lustigen Bildern und ja. Aber man versteht immer sofort, was damit gemeint ist. Auch wenn man denkt, es ist ein bisschen übertrieben, aber ja. Da die Dressur ja natürlich auch nicht vernachlässigt werden darf und nicht zu kurz kommen darf, habe ich auch noch das Buch Dressur richtig vorbereitet mit hilfreichen Tipps zu Trainingsmethoden, die dann zum Erfolg in der Dressur führen können. Und da ist auch wieder veranschaulicht mit einigen Fotos und Bildern und Trainingsmöglichkeiten. Was ich auch demnächst unbedingt ausprobieren muss, sind jetzt, würde ich sagen, mal Anweisungen aus dem Buch Pferdesachen selbst gemacht. Und ich hatte leider noch keine Zeit dafür, aber da sind halt zum Beispiel Sachen, wie man Putztaschen selbst macht oder Halfter oder ja, Sattelhalter oder alles Mögliche. Und das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ganz praktisch. Noch ein Buch zum Thema Dressur, und zwar Best of Piaf, das Magazin und Forum für die klassische Reitkunst. Da geht es auch rund um die Dressur. Und das letzte Buch, das auch noch erweitert ist mit einer DVD von der Reiterrevue, ist das von Britta Schöffmann, Jedes Pferd ist anders. Und das finde ich auch super interessant, weil da geht es halt darum, dass man mit jedem Pferd anders umgehen muss, weil jedes Pferd auch anders ist, vom Charakter her, vom Exterieur her, vom Verhalten her. Und ja, dass man da halt mit jedem Pferd typgerecht umgehen muss im Umgang beim Reiten und auch generell immer. So, das war jetzt alles, was in meinen Riesenpaketen drin war. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass es ein bisschen interessant für euch war. Und vielleicht auch für die, die sonst nicht so die Riesenlese-Bücherratten sind, dass da vielleicht was dabei war. Es gibt halt wirklich auch Bücher für 99 Cent. Also wenn man wirklich noch ein kleines, schnelles Geschenk braucht oder so, für 99 Cent oder für 1 Euro. Für 99 Cent oder für 1 Euro. Oder für 2, 3, 4 Euro, was halt wirklich absolute Schnäppchen sind. Das war's jetzt auf jeden Fall wieder mit dem Video. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Pferdebuch-Discount für die Zusammenarbeit und für die schönen Pakete und für die vielen lehrreichen Informationen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!